Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und wir haben heute den 15. Januar. Am 15. Januar hat wer Geburtstag? Na, das lassen wir uns doch direkt mal anzeigen. Ja, hier, der, wie heißt er? Aristoteles Onassis hat Geburtstag, ist 1906 am 15. Januar geboren. Wie alt er jetzt geworden wäre, kannst du ja selbst ausdenken. Ne? Ja, ja, genau. Selber das war der hier, der Milliardär und Reeder und Grieche da, die Jackie Onassis. Wollte ich gerade sagen, Jackie Onassis ist Jackie Kennedy sozusagen. Ist auch Jackie Kennedy, ganz genau. Ja, ist ja. Ja, man sieht sie auch hier, ist ja auch unverwechselbar eigentlich. Ne? Ja. Eine hübsche Frau, eine Traumfrau für die damalige Zeit. Für die damalige Zeit. Also so, und er halt so, sag ich mal, so der übliche Typ, Schmierlappen, aber reich. Ne? Ja, also Schmierlappen, aber reich. Scheißegal, ne? Ja. Da kannst du scheiße aussehen, Hauptsache, ne? Ich meine, wenn es klimpert in der Tasche. Ne? Boah, was wäre, wenn ich Geld hätte, du? Alter, wenn ich Geld hätte? Wenn du Geld hättest, dann wärst du so ein Schmierlappen wie der da. Aber wenn ich Geld hätte, du. Dann wärst du ja reich und sexy, meinst du? Oh, träum euch weiter. Geil. Komm, wir machen was anderes hier. Warte. Streichhölzer. Ja. Streichhölzer. Und zwar 1983, am 15. Januar 1983, ging erst muss man sagen, das Monopol, das Streichholzmonopol in Deutschland zu Ende. 1930 hat sich die schwedische Firma Svenska Tändsticks AB durch eine Reichsanleihe in Höhe von 125 Millionen Dollar an den deutschen Streichholzwarenhandel sozusagen beteiligt, an der Herstellung. Und die haben denen also Geld geliehen und haben gesagt, aber dafür beteiligt ihr uns an euren Zündhölzern. Total bekloppt eigentlich, aber das hat dazu geführt, dass der deutsche Staat bis halt hier 1983 jedes Jahr 3 Millionen Euro, glaube ich, überwiesen hat an diese Firma. Das wegen Streichhölzer? Ja, wegen Streichhölzer. Das ist absolut, absolut bekloppt. Und und seit 1983 ist das halt. Und 83 ist das Monopol gefallen? Und ist dann das Monopol gefallen und da war alles klar und da konnten sie sagen, okay, komm jetzt. Am 15. Jetzt, Januar. Geht die Kohle an uns. Übrigens, habe ich dir das mal erzählt, ich habe wirklich mal Streichhölzer gesammelt. Ne? Ich habe Streichhölzer gesammelt. Was hast du? Streichhölzer gesammelt? Ja, als Jugendlicher. Wie macht man sowas? Also die Päckchen? Ja, die Päckchen, die Päckchen. Es gibt ja zig verschiedene. Ich hatte aus Warum allen macht Länder, man sowas? Weil man keine Freunde hat. Weil man keine Freunde will? Ja. Ich habe schon immer gerne mit mir selbst. Na, okay. Ja, genau. Ja. Und am 15. Januar 1896 wurde in Paris, im dortigen Automobilclub, ja, das ist das Wort, weltweit die erste Autovermietung eröffnet. Oh. Das war 1896, die erste Autovermietung am 15. Januar. 1896, überleg dir das mal. Ja, ich überleg mal. Und jetzt? Und ist gut, oder? Ja, das ist cool, ja. Das war in Paris 1896 am 15. Januar. Ja, das war alles am 15. Januar. Das ist das Einzige, was am 15. Januar jemals passiert ist auf der genau, Welt. Genau, sonst von daher ja, gar nichts. Tut uns auch leid. Ja, ja, ja. Haben leider nichts nicht mehr gefunden. Schade irgendwie, ne? Aber ja, macht auch nichts. Jackie Kennedy, Streichhölzer, ja. Autovermietung. Alles am 15. Januar gewesen. Nächste Woche explodiert der Planet E. Also ach nee, nicht Jackie Kennedy. Onassis. Aristoteles Onassis, so rum war's. Aristoteles Onassis. Ihr Macker. Ja. Der Schmierlappen. Morgen kommt wieder Tagesdosis Daily. Wieder reinschalten. Aber nicht weiter sagen. Doch, doch! Nein, ist geheim. Doch, doch, weiter sagen. Ja, sag weiter. Drück mal auf Gefällt mir und so. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.